Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA Online. Dieses Mal wieder mit einer Heist-Folge, einer Raubüberfall-Folge. Oben seht ihr schon, Human Labs EMP abliefern. Okay, und hier können wir uns schon mal ankleiden. Ich bin so froh, dass ich jetzt mal in einem Spiel drin bin. Die Server sind im Moment so überlastet, dass ich kaum irgendwie auf den Rockstar-Server komme, um zu zocken. So, wer sind wir denn? Ach, wir sind ganz links. Wie kleiden wir uns denn? Mal gucken. Oh, die Maske ist ganz cool eigentlich. Ganz in schwarz. Komm, bleib mal ganz in schwarz. Genau, wir sind auch bereit zum Spielen. So, ich habe mich schon mal ein bisschen mehr reingearbeitet in die Materie, in das Update, Heist Update. Da gibt es so einiges. Man hat so eine Tafel in seinem eigenen Haus. Da kann man dann die ganzen Raubüberfälle planen. Und. Es gibt so viele Neuigkeiten. Aber ich muss mich jetzt gerade mal konzentrieren hier auf diese Mission. Die letzten Tage kam ich gar nicht auf den Servern drauf, um irgendwas zu zocken. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht, dass wir zocken können. Und freue mich auch. So, Vorbereitung. Wow, möglicher Anteil 20.000. Okay, passt schon. Unsere Karre ist auch hier am Start. Nur das Wetter ist richtig eklig, wie ihr seht. Begib dich zum... Ach, Kollege, komm rein. Begib dich zum Injurgent. Da werden wir mal tun. Hoppala, hoppala, hoppala. Oh, die Straße ist richtig glitschig nass. Muss ich erstmal selber gucken, wo wir genau hin müssen. Der Kollege könnte ja mal eine Markierung aufmachen. Das wäre dann sehr einfach. So, ich muss selber jetzt erstmal auf die Karte schauen. Wo müssen wir denn hin? Alter, so weit ist das weg. Boah. Okay, das wird lange dauern. Aber was soll's. Wir müssen ja dahin. Ja, und wie schon vorhin gesagt, man hat so eine Tab, also man kriegt die Aufträge, die heißt Aufträge, es gibt ja verschiedene von dem Lester. Und man hat in seinem eigenen Haus, in seinem eigenen Apartment, hat man dann so eine Tafel, da kann man dann die Raubüberfälle planen. Das ist ganz geil gemacht, denn man kann dann auch, weiß es, die Knete verteilen, die am Ende geraubt wurde auf die einzelnen Spieler. Man kann die Jobs in diesem Raubmission verteilen, wer was macht. Zum Beispiel einer bohrt zum Beispiel die Schließfächer auf von der Bank, der andere hält die ganzen Leute in Schacht oder passt auf, dass die Bullen nicht auftauchen und. Da gibt es echt so viele Optionen. Das konnte ich schon mal alles rausfinden. Und die Autos, die man hier in den Missionen dann hat, in diesen Heist-Missionen, die man auch spielt, die kann man nachher dann auch erwerben, aber man muss sie erstmal freispielen. Man kann die nicht einfach so im Shop erwerben. Da habe ich auch schon ein paar geile Karren gesehen, so gepanzerte Karren. Sehen ganz cool aus. Jo, und ich finde das auch gut, dass man die freispielen muss und nicht einfach so, nur weil man Knete hat. Scheiße, scheiße. Wo fahre ich jetzt hin? Dass man die freispielen muss und nicht einfach nur weil man Knete hat, kann man sich die holen. Boah, wie glitschig die Strecke hier ist. Und wir spielen mal wieder in der Nacht, das ist nicht so vorteilhaft. Aber was soll ich machen? Ich bin echt mal froh, dass ich hier mal wieder hier zocken kann. Die letzten 2-3 Tage kam ich hier gar nicht auf den Servern drauf. Das war echt ne. Boah, eine Güte. Der rutscht aber auch die Karriere. Also die Server sind im Moment sehr überlastet, muss ich sagen. Da wartet man echt manchmal ganz schön lange teilweise, bis man drauf kommt. Oh nein, nein, nein. Oh, fast wieder abgerutscht. Boah, die Strecke hat es hier richtig in sich. Da muss ich mich ganz schön konzentrieren, auf der Fahrbahn zu bleiben. Ja, und endlich mal wieder GTA Online. Ich habe schon gedacht, ich kann keine Folgen bringen hier, weil ich nicht... Oh, wow, wow, wow. Weil ich nicht auf den Servern drauf komme. Na klar, habe ich hier in der Hinterhand noch ein paar GTA Online Folgen, aber ich würde gerne was gerade Aktuelles zeigen hier, dieses Heist-Update. So. Letztens hatte ich auch eine geile Heist-Mission zu viert. Ja, dann wollte die Mission starten. Ja, dann springt ein Spieler ab und dann zack, ist der ganze Job für den Arsch. Und dann kommt man komplett nochmal neu drauf warten, bis man die Spieler zusammen hat für die Mission. Das hat auch ewig gedauert, das war auch sehr ärgerlich. Das finde ich ein bisschen blöd. Wenn du nicht 4 Leute hast, die du kennst, mit denen du zocken kannst, wo du dich darauf verlassen kannst, dass sie nicht abspringen, ja, dann wird es echt schwierig, manchmal so einen Job zu starten. Deswegen, ich habe den Job jetzt nie gehostet, ich bin einfach mit reingesprungen. Und der Kollege hier springt gerade raus. Der hat bestimmt schon die Schnauze voll von dem ganzen Gelaber hier. Und die Mucke aus, ja, die Mucke ist aus. Boah, das ist echt noch eine lange Strecke. Obwohl, jetzt geht's eigentlich. Aber so generell war es eine lange Strecke. Hallo, hallo, ich muss hier lang. Einmal unterm Schild durch. So.
Boah, hier die Straße so glitschig. Ich meine, Centone, der rutscht immer weg. Ich habe hier fett Sommerreifen drauf. Man merkt das recht, rechts. Ach, man merkt das richtig, meine ich. Man kann ja auch hier andere Reifen mit Profil anwählen. Boah, wie weit ist das noch weg? Die anderen haben bestimmt ein Heli, oder? Wo sind die denn? Ich wollte die Karte unten links ein bisschen öffnen. Ah, die sind schon ein kleines Stück weiter. Ja, ich spiele jetzt gerade tagsüber. Da habe ich mir gedacht, ach, vielleicht sind das mal die Server ein bisschen nicht so überlastet und sind nicht so viele Leute drauf. Arschkarte, aber trotzdem richtig viel los hier. Und abends oder am Wochenende ist das richtig schwer, hier drauf zu kommen im Moment. Weil so viele Leute das Update suchten wollen. Ist ja klar, ich auch. Aber es ist schon manchmal ärgerlich. Man kommt nicht vor richtig, man kann halt nicht richtig starten dann. Ist auch mal blöd. So. Ja, jetzt sind wir gleich auf der Zielgeraden. Sieht ganz gut aus. Bin ich mal gespannt. Das ist nur eine Vorbereitungsmission. Es gibt immer pro Überfall gibt es immer eine Vorbereitungsmission davor. Ich finde das immer ganz cool gemacht. Die sind auch mit geilen Zwischensequenzen versehen von dem Lester oder so. Oder wenn du zum Beispiel eine Mission... Boah, wo will der denn hin? Ach, der fährt hier runter, okay. Wenn du eine Mission erfolgreich beendest, dann bist du dir am Saufen mit deinen Kollegen so an der Bar. Das haben die auch gut gemacht. Scheiße. Alter, wo sind wir denn jetzt? Ich steig hier schon mal aus, weil wir sind da am Haus, müssen wir glaube ich hin. Was haben wir überhaupt für Waffen? Konnte ich mir jetzt gar nicht so richtig entscheiden. Das ging alles jetzt so schnell. Aber ich bin einfach nur froh, dass es läuft. Fertig. Komm hoch hier. Ach so, wir sollen in die Karre steigen. Ey, warte, Kollege, warte. Boah, ist der fett, ey. Boah, der sieht ja geil aus. Richtig Hammer, ey, wie so ein Militär-Jeep. Ja, wahrscheinlich kann man den, höchstwahrscheinlich kann man den auch erwerben, wenn wir die Mission erfolgreich beenden. Ja, das wäre ja schon mal nice, wenn du mit so einer Karre in GTA Online rumfahren kannst. Ich finde das schon ganz cool. Weil so eine Karre kann ja dann nicht jeder haben. Ja, komm rein hier. Hallo, komm rein hier. Wir haben keine Zeit für Späßchen. Ich glaube, die Karre ist auch gepanzert, die wir hier haben. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich öffne mal die Karte. Der Kollege fährt hier. Wo müssen wir hin? Bin ich blind? Was denn unsere Mission? Wo müssen wir denn hin? Ach so, wir müssen den anderen Teamkollegen noch abholen. Seht ihr? Es kommt immer aufs Team drauf an. Ohne das Team läuft hier gar nichts. Dann kriegen wir wahrscheinlich eine neue Wegbeschreibung. Deswegen, wenn ein Einzelner nicht mitspielt, ist die ganze Mission für den Arsch. Das finde ich ein bisschen schlecht, weil wenn du so einen Spasti dabei hast, der einfach nicht will oder der einfach nur Quatsch macht, ja, dann müssen die anderen drei drunter leiden. Das finde ich ein bisschen blöd. So, der Kollege wartet da jetzt, muss er eben einsteigen. Komm rein hier. Er ist aus der Karre geflogen, komm. Lass knacken hier. Wir haben keine Zeit. Oh. Mei, wir sind ein super Team hier. Seht ihr, ja? Komm rein. Hallo. Na, endlich. Jetzt können wir die Mission weiter fortsetzen. Ah, das sind immer so ein paar Sachen, ey. Da muss das ganze Team schon mitspielen. Okay, wir müssen ein EMP-Gerät klauen. Ich weiß jetzt nicht, was ein EMP-Gerät ist. Irgendwas Elektronisches? Keine Ahnung. Okay, wir kriegen noch Informationen da unten. Wir müssen zu so einem Labor gehen. Das nennt sich Human Labs. Und da müssen wir das Gerät klauen. Das wird bestimmt sowieso arschschwer, bestimmt gut bewacht. Ah, es ist gleich um die Ecke, einen halben Kilometer noch. Die Mission habe ich noch nicht gespielt. Ich habe die erste Mission gespielt. Fließer Dank oder so hieß sie. Die konnte man zu zweit spielen. Das war meine, die habe ich auch gehostet gehabt. Ah, die fand ich auch schon richtig geil. Da muss ich dann Schließfächer so aufbohren. Der Kollege musste vor der Bank aufpassen.
und die ganzen Geiseln in ja, zusammenhalten. War ganz cool gemacht. Boah, was ein Wetter hier. Kann das nicht mal jetzt hier schön werden? Sonne scheinen oder so? Wie spät haben wir es denn? Komm schon. Ah, da oben rechts kann man sehen. 2:05 Uhr. Oh Gott. Das wird auf jeden Fall eine Nachtmission. Ja, mein Kollege ballert hier wild um sich. Boah, das sieht so blau innen drin aus, ne? Haben wir denn da drin oder haben wir das EMP-Gerät schon da drin? Nee, so wie ich das verstanden habe, müssen wir das erst klauen. Aber wir haben irgendwas Blaues da drin. Was leuchtet da so drin? Was ist es? Kein Plan, ey. Das ist wie so eine Disco-Kugel. Das A-Team ist am Start. Okay, ist nicht mehr so weit, der könnte eigentlich querfeld einfahren, so wie ich das sehe da oben, ist das mitten auf dem Feld. So, muss ich gleich nochmal aufpassen, dass ich nicht gleich über den Haufen geschossen werde. Weil ich glaube, ich habe mir nur nicht mal eine Rüstung kaufen können oder nehmen können. Munition habe ich jetzt auch nicht auffüllen können, weil der Job sofort gestartet hat. Ja, sicher, da springt einer raus. Komm rein hier. Komm, komm, hallo. Komm rein hier. Ah, ihr Spastis, lasst den doch mal rein hier. Ah, Mann, ey, ich glaube, ich bin hier in so einer Kindergarten-Gang gelandet. Komm, ab zum Ziel hier. Ja, sowas verstehe ich manchmal nicht, warum man nicht einfach so die Mission so durchziehen kann, ohne jetzt großartig Quatsch zu machen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, so eine Mission hier aufzunehmen. Vor allen Dingen auch noch erfolgreich abzuschließen. Das liegt ja nicht an einem selber, es liegt an der ganzen Truppe dann. Wenn einer da aus der Reihe tanzt, dann wird schon schwierig. Yeah, wir haben 200 RP bekommen, fahren mit anderen Spielern. Und wir gehen auf Level 115 zu. Okay, wir sind da. Okay, der zeigt uns jetzt ein Live-Bild. Kamera wechseln. Da können wir die einzelnen Leute abchecken, die da rumlaufen. Boah, ist das ein großes Gebiet. Okay, wenn die den Alarm auslösen, sind wir im Eimer. Okay, wir müssen langsam auf jeden Fall da rein. Boah, sind da viele Gegner. Alter Falter. So. Okay, wir müssen uns gut anschleichen. Wir sind jetzt im Schleichmodus. Okay, da diese blaue Zone, also das Blaue auf der Karte, das ist wohl die Geräuschzone. Wir müssen den Weg frei machen zur Rampe, damit wir mit dem Wagen ranfahren können und dieses EMP-Gerät klauen können. Okay, komm schnell ran vorbei, hier ist ja gerade keiner. Folge den Kollegen einfach. Ich hoffe mal, dass sie schon mal die Mission gespielt haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das abläuft. Ich will jetzt nicht hier wieder die Mission gefährden. Okay, ich glaube, der hat die Kamera kaputt gemacht. Nein. Wer hat denn den Alarm ausgelöst? Ach, ja, ich weiß diesmal nicht. Ah, so schnell kann die Mission zu Ende sein. Mann, ist aber ein bisschen ärgerlich gerade. Okay, machen wir natürlich nochmal Neustart.
Das ist echt schwierig, die Mission. Habt ihr gesehen? Ein Kollege wurde gesehen und zack, Alarm ausgelöst. Zack, ist die Mission was für ein Arsch. Okay, einen Versuch gebe ich der Mission noch. Hauptsache, wir sind nicht so weit weggespawnt. Das wäre natürlich jetzt ätzend. Vorbereitung Human Labs. EMP abliefern. Hallo? Ach so, jetzt geht's los. Maske aufsetzen, stimmt. Okay, wir müssen echt aufpassen da. Vielleicht aus der Entfernung erledigen. Vielleicht nehme ich mir echt einen Sniper mal. Wäre vielleicht sinnvoller. War es echt nicht so leicht, die Wachleute hier auszuschalten. Weil schaut mal auf die Karte, wie viele sind das überhaupt? Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt einen Schalldämpfer überhaupt drauf? Nee. Habe ich hier einen Schalldämpfer drauf? Ja. Okay. Ich halte mich ein bisschen mehr in den Hintergrund. Wenn ich ein bisschen ruhiger bin, heißt das nicht, dass ich. Oder heißt das auf jeden Fall, dass ich mich ein bisschen konzentrieren muss. Hier hinter erstmal verstecken. Wie viel haben wir denn da oben noch? Vier Stück sehe ich auf jeden Fall noch. Komm, das können wir packen. Vier Stück noch. Oh, der steht sehr offen, der Kollege hier. Wo ist unser Wagen? Ich muss gerade was gucken. Ich hole schon mal den Wagen. Ich will jetzt nicht hier nur Zuschauer sein. Ach, wir müssen gar nicht den Wagen holen, oder was? Ach, da steht wahrscheinlich derselbe Wagen. Oh, ich blöd, Mann. Ich wollte jetzt uns einen Wagen holen. Ich dachte, ich könnte schon mal den vorfahren. Okay, ja, ich kenne die Mission überhaupt nicht. Ich muss jetzt echt mich erstmal hier reinfinden. Ich will auch meine Mission hier abschließen beim Let's Play mit Erfolg. Ach ja, da hinten steht die Karre. Wollt ihr nicht mal warten hier? Anscheinend nicht. Komm, bleibt mal stehen hier. Ja, schnappen wir uns erstmal die Karre. So, zack. Was? Wir kommen hier nicht rein? Ja, auch nicht schlecht, wir kommen hier gar nicht rein. Oh, Gottes Willen. Sag mir nicht, wir kommen jetzt hier in keine Karre rein. Hier auch nicht. Ne. Ach Gott, da müssen wir doch hinterherlaufen. Boah, lass mich rein hier. Ach, danke. Das war ein schönes Taxi hier. Ja, sieht, glaube ich, ganz gut aus hier. Wenn es keine Gegner mehr kommen, werden wir die Mission wahrscheinlich packen. Okay. Die Garagentür muss geknackt werden. Jetzt fahren die den Kollegen da oben, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Leute, konzentriert euch doch mal ein bisschen. Bin hier im richtigen Dream Team gelandet. Hey, lass den noch mal in Ruhe. Der muss das Garagentor knacken hier. Ihr Idioten. Okay, hier müssen wir rein. Hier ist dieses EMP-Gerät.
Wie weit bist du, Kollege? Ja, es ist auf. Gut. So, jetzt fahren wir die Karre da rein. Verlasse Human Labs, alles klar. Komm rein hier. Wir gehen hinten rein. Ach, die Zeit läuft da rechts runter. Aber ich merke ich jetzt erst. Ich dachte, die läuft da rechts hoch. Okay. Also wir haben ja noch reichlich Zeit. Mich würde nicht wundern, wenn da jetzt noch was kommt. Der da oben drauf, der ist am Surfen erstmal. Verlasse Human Labs. Das werden wir gerade tun. Fragt sich nur, wie weit. Wahrscheinlich nur aus der Gefahrenzone. Haben wir es gepackt? Hä? Wie? Warum haben wir es denn jetzt nicht gepackt? Boah. Das weiß ich jetzt nicht, warum wir es jetzt nicht gepackt haben. Wir sind doch rausgefahren aus der Gefahrenzone. Ich verstehe es nicht. Ja, Leute, ich muss jetzt sowieso hier einen Cut machen, weil sonst wird das eine mega überlänge Folge. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge bei, wo sehen wir uns bei? Ach, GTA Online, ja, aber so viele Projekten kann man sich schon mal verwechseln. Bei GTA Online. Bis dahin, ciao.